Willkommen in Mittelamerika. Klare Sache, die Besichtigung des Panama-Kanals ist obligatorisch. Da ist die Tina, die hübsche Schwäbin zeigt uns die City. Nach der Besichtigung der Ruinen der Missionsstation geht's ins Casco Antiguo. Am Fischmarkt schlagen wir zu mit Ceviche und gegrilltem Fisch. Schau mal an, da ist doch was für Heike. Und Mario Götze braucht sein BVB-Trikot ja nun wirklich nicht mehr. Von Panama City fliegen wir nach David. Hier in Barillas wird an 2000-jährigen Kulturschätzen gegraben. Wozu die dabei die eingelegten Schlangen brauchen, ist mir aber nicht so richtig klar. Zur Kaffeeplantage der Jansson Family fahren wir längs über die alte Landebahn von General Noriega. Geisha ist der Verkaufsschlager auf dieser Kaffeeplantage. Nein, das ist nicht diese junge Dame hier, sondern so heißt der preisgekrönte Kaffee für 80 Dollar pro Pfund. Die Finca Dracula beheimatet mehr als 2000 Arten von Orchideen. Dracula ist der Name einer speziellen, dort gezüchteten hybriden Sorte. Auf geht's zur ersten Dschungelwanderung mit Charlie und Annette. Das ist also der Tortuga-Hill. Ich hoffe, da müssen wir nicht hoch. Wir gehen mal lieber hier diesen schönen Weg spazieren. Sicher gut, wenn man die Erwartungshaltung an die heißen Quellen hier nicht zu hoch angesetzt hat. Wie ist denn das jetzt mit dem Wasser? Auf dem Sendero de los Quetzales im Vulkan Barú Nationalpark begleiten uns 7 Stunden Regen. No camp inside in this trail alone. Hm? Only this side. The difference to this come here alone. And this side has different trail. And that we go here. Mm-hmm. And two people walk here. Am Folgetag präsentiert sich der Barú unter strahlend blauem Himmel. Wir wandern zum Wasserfall. Verlassen Panama in Paso Canoas. Von Golfito in Costa Rica bringt uns das Wassertaxi über den Golfo Dulce rüber auf die Halbinsel Osa. Dort haben wir uns für die nächsten Tage den tropischen Küstenregenwald im Nationalpark Corcovado vorgenommen. Ja, hier hast du die Wahl. Oder den. Wahl.
Mehr als 20 Kilometer Fußmarsch sind es in den Nationalpark hinein. Ganz schön lang und anstrengend. Jetzt hauen sie alle ab, ne? Ja, das war ein Kopfsprung. Lachkörper. Auf dem letzten Stück Weges vor der Rangerstation sorgt die Durchquerung des Rio Claro für ein wenig Nervenkitzel. Dann schließlich ist es geschafft. Wir erreichen die Rangerstation La Sirena. Die erste Pirsch beginnt morgens um 4:30 Uhr. Den Gesellen hier, den kannte ich ja bisher nur aus dem Zoo. Pecari bedeutet, soweit ich weiß, korrekt übersetzt, Jaguarfutter. Ein Plakat am Nationalparkeingang sagte uns: Wenn du eine große Wildkatze siehst, versuche sie zu überzeugen, dass du keine potenzielle Beute bist. Wildkatzen, so ein Quatsch, sowas gibt's doch bloß im Fernsehen. Wir begeben uns wieder auf die Pirsch. Sirena, non nadare. Hier also besser nicht schwimmen. Wieso das denn? Ach so. Umschnellen. Monkey. Genau.
genauso mögen wir das. Fauler Kamerad, machst du mal was? Das klingt. Ja. Haben wir alle vier verschiedenen Affensorten gesehen, die es hier gibt, ne? Oh, die ist fett, ja. Und noch welche an sich sitzen. Spider-Monkey, Howler-Monkey, yeah. What do you say? I mean squirrel. Squirrel-Monkey. Squirrel. And a white-face. White-face. White-face or capuchin. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. That's cool. And you've seen all the four? All four species. We have here in the Osa Peninsula. Zu Pfosten vom eigenen Haus. Ja, genau hier stand mal Philippes Farmhaus, bevor sie ihn bei der Einrichtung des Nationalparks enteigneten. Da kommt einer auf der Ameisenstraße. Der letzte Tag im Corcovado bricht an. Wir machen uns auf den Rückweg nach Karate. Kilometer weiter nördlich besuchen wir den Nationalpark Bahia Balena. So, es ist der 24. Dezember 2013. Mein Schatz zündet Kerzen an mit echten Lübecker Marzipan und echter Schnee. Jetzt geht's zum Night Stalk. Wir logieren im Claro de Luna.
die hängenden Brücken im Selvatura Cloud Forest. Arenalsee mit dem Vulkan. Ja, bist du neugierig? Von Monteverde müssen wir einmal komplett um den Stausee herumfahren, dann sind wir in La Fortuna auf der karibischen Seite Costa Ricas. Der Arenal bleibt die kommenden Tage leider wolkenverhüllt. Unsere kleine Überraschung am Vulkan Tenorio. Geheimtipp, Rio Celeste, kennt keine Sau. Kommen die zwei klaren Bäche, vermischen sich und dann fällt Selen und Aluminiumoxid aus. Ja, am Rio Celeste ist das Wasser giftig, die Pilze sind giftig, aber das ist noch nicht alles. Denn der Biss einer solchen fingerdick ausgewachsenen Korallenschlange gilt auch nicht als gesundheitsförderlich. Solche Ceibas wie dieses Prachtexemplar hier werden schon mal über 70 Meter hoch. Am Vulkan Arenal gibt es dann auch endlich einmal richtige Thermalbäder. Peñas Blancas heißt der Grenzübergang nach Nicaragua. Von dort eine Stunde über die Panamericana kommt man nach Rivas, zur Fähre rüber nach Ometepe, der Doppelvulkaninsel im Nicaragua-See. Nicaragua, Nicaragua! 31. Dezember 2013. Silvesterparty. Das ist bestimmt das Männchen da. Er sagt immer ja, jetzt verstehe ich's. Was machen denn die da? Ein Doppelpack? Das gibt es doch nicht. Und fertig wird er ohne. Na komm, das treiben die Iguanos schon seit Millionen von Jahren nicht anders. Arco Verde, grüne Pfütze. Ne, ist eine Schlange, die geht einen Baum hoch. Die hat das Maul auf. Hat sie uns Hand aufgebissen. Das hast du gesehen, die hat das Maul aufgebissen. Guck mal, was die kann. Was soll der Wolle sein, ja? Don't worry, I'll be in my hand. Don't worry. I have it. I have it, yeah. Ha, weg.
Schatzi, hattest du schon mal so einen Neujahrsspaziergang? Ja, so mit Bank und so, das hatte ich schon, ja. Aber hier ist wieder ganz anders. Ganz anders. Jetzt kriege ich mal ein bisschen durchs Gebüsch, vielleicht kommt da noch eine Schlange her. Yes. Cool. Yeah, it's really a big one, huh? It's pretty big one, yeah. This one is big one than the other ones. Yeah. They are camouflage, so they are waiting for lizard, right? When lizard trespassing, they catch them. You know, 80% they eat lizard, but the other 20% eat eggs for another animals, insects, and another things, right? Tourists. Der Literatur nach sollen grüne Peitschennattern wie die hier ja nur 1,5 bis 2 Meter lang werden. Aber wahrscheinlich hat der hier das noch keiner gesagt. Wenn es um einen IFA W50 geht, ist José ganz in seinem Element. Where are we going today? El Torbe. La montaña del norte, la tierra. North to the la contrarrevolución. Versus the contra. Ahí, north. 60 soldados llevo ahí. Yeah. 60 soldiers. Bien armado, con fuertes, con misiles de SAM-7. With all the munitions back there. SAM-7. Toller Berg der Konzeption. Und morgen geht's mit Mopeds und den Madeiras. Ja, im Schatten sogar. Wie ist es? Halb. Heute verlassen wir Ombe Tepe und brechen auf zu unserer letzten Reiseetappe der Kolonialstadt Granada. Thank you.
Rückflug von Managua über Panama, Amsterdam und Düsseldorf.